Falls ihr Bock habt auf Coins oder günstige PSN-Karten, checkt doch gerne mal den ersten Link in der Beschreibung ab. Würdet mich dadurch unterstützen, ist keine Pflicht, aber gebt einfach Dogma für 3% ein und dann wird es sich definitiv lohnen für euch. Was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute, ne, Leandro ist mal wieder am Start und heute zu einem Video, was wir so an sich noch nicht gemacht haben, aber die Idee kam uns relativ spontan, ne? Würde ich mal an der Stelle einfach mal behaupten, du darfst gerne was sagen, du brauchst nicht immer so schlecht dann sagen. Ja, mal eben schnell aufgetaucht und dann... Mal eben schnell aufgetaucht, so sieht das aus. Und zwar testen wir uns heute in zwei Disziplinen, einmal in Sachen Fußballwissen und dann in FIFA natürlich. Wir stellen uns gegenseitig erstmal 5 Fragen. Er hat 5 Fragen an mich, ich habe 5 Fragen an ihn und je nachdem, wie viele Fragen wir beantworten, zum Beispiel ich beantworte von den 5 Fragen, die er mir stellt, 3 Stück, darf ich mit einem 3-Sterne-Team spielen und wenn er zum Beispiel nur 2 beantwortet, also richtig beantwortet, darf er nur mit einem Team spielen, was 2 Sterne hat. Dann spielen wir gegeneinander und der Gewinner ist halt der Gewinner von dem Video. Das könnte man auch eine Serie draus machen, weiß nicht, wir haben ja eigentlich auch eine Fußballserie. Die ist auch schon irgendwie schon wieder beiseite, schon egal. Schon, wer anfängt mit dem ja, klar. Quiz? Alles klar. Ja, okay. Willst du anfangen? Oder? Nee, ja, ich... Also stellst du mich zuerst die Frage? Ja, klar. Alles klar, okay. Wie viele Titel gewann Chelsea seit 2010 aufwärts? Seit 2010? Ja. Das heißt, das Jahr 2019, ne? Ist also 2012 war Champions League daheim, das war ich noch, das war leider geil. Europa League hat man das Jahr darauf gewonnen. Dann ist man in der Zeit, glaube ich, 2-mal Ligameister geworden. Und man hat, glaube ich, noch einen Pokal gewonnen, nur ich weiß nicht, wie viele. Also irgendwas zwischen 5 und 6 schwank ich. Aber ich sage, das Grinsen ist scheiße. Ich sage 6 Titel. Machen wir dann so, du darfst ja, musst du entscheiden, ob ich genau ja, richtig liegen muss. Weil ja ein 10, darf ich eigentlich nur um 1... Ja, okay, und ich habe Sache jetzt 6. Leider falsch. Weil? Wie viel? Das sind 8 Stück. 2009, Scheiße. 2010 haben sie 2 Pokalsiege bekommen. Fuck, ja. Insgesamt 8 Stück. Ja, okay, es ist und, wieder gelaufen. Wer schoss 2001 das Siegtor gegen Hamburg, wodurch Bayern in der letzten Sekunde deutscher Meister wurde? Oh nein! Oh nein! Das Video habe ich mir 20.000 Mal reingezogen. Ich habe es mir auch gerade nochmal reingezogen. Also unfreiwillig, aber ich habe es mir reingezogen. Also Tipps kann ich dir auch nicht geben. Du musst halt genau, ne? Also die Nummer hast du auch nicht im Kopf oder so? Nee. Mann, das habe ich schon so oft angeguckt und so. Ja, man merkt sich halt die Spieler, schon so oft, aber ich merke mir das halt einfach nicht. Ja, Alter, da muss ich passen, Alter, da. Die Antwort lautet Anderson mit der Nummer 5. Effenberg hat ihn den aufgelegt ja, und Anderson hat das Ding links unten satt reingelegt. Ich wollte sagen, eigentlich Effenberg, aber da Effenberg hat ihn nur rübergelegt. Okay, ja. Also bisher, erste Frage von beiden, 0-0, ne? Also das heißt schon mal kein 5-Sterne-Team für uns beide. Ja. Ich gehe davon aus, die wirst du gut beantworten. Das ist, weil das hast du schon öfter mal und auch bei Quiz hast du die schon öfter mal bekommen. Okay. Hast die aber auch immer verkackt. Das Problem ist, alles klar. Wer gewann 1998 die WM? Frankreich. Safe. Wieso habt das verkackt? Als Laura mir die gestellt habe ich die richtig beantwortet. Ja, aber du hast aber lange gebraucht, ey. Du hast echt ich habe, weil, ja, weil sie sagte EM oder sowas. Ja, aber ist ja falsch. Okay, WM, nice. WM, erster WM, Punkt ist schon mal da. Du hast mir jetzt eine einfache gestellt, jetzt stelle ich. Also die ist wirklich. Wenn du ein bisschen aufgepasst hast, dann weißt du das eigentlich. Lionel Messi trug genau 3 Nummern in seiner gesamten Barcelona-Karriere. Nenn mir in der richtigen Reihenfolge die Nummern, die er trug. Das weiß, das wusste ich damals nicht, das weiß ich noch nicht mehr, das weiß ich nicht. Er kam, Ronaldinho, eigentlich seine Disco-Zeit hatte und seine Disco-Zeit, alles klar. Wo er Geld verballert hat und auch spielerisch. Ja, die 10 kommt als drittes. Das ist ja die letzte, ja. Die hat er jetzt. So, dann... Ich weiß nicht, ob er ist ja falsch, aber ich sag einfach die 30 als erste Zahl. Okay, ich kann dir schon mal so viel sagen. Die erste Zahl, die er hatte, 30, ist richtig. Und die letzte 10 ist ja, ne, ja sogar auch klar. Welche war die Nummer dazwischen? Zwischen der 30 und der 10? Ich schwanke zwischen irgendwie 19 und 18. Ich sag 19 als zweite Zahl. Also nochmal die Reihenfolge für mich? 30, 19, 10. Richtig. Nein! Doch, ist richtig. Nein! Ist richtig. Geil! Das war stark. Auch bei der WM 2006 lautete die Fußballregel Nummer 1. Das Runde muss in das A. WTF! B. Eckige. C. Verwinkelte. D.
D-Ovale. Digga, du willst mich doch verarschen. Du gibst mir wirklich damit noch Antwortmöglichkeiten. Ja. Ja, das Runde muss ins Eckige, ist ja klar. Safe. Ey, so eine einfache habe ich nicht. Das ist ja unfair. Ich glaube, so eine einfache habe ich nicht. Okay, dann kommen jetzt von mir noch so eine etwas schwierigere. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Also, ich habe es mehr oder weniger öfter mal aufgeschnappt. Deswegen, welcher Spieler ist in Sachen Titel der erfolgreichste Fußballer überhaupt? Und ich sag nur so viel, ich sag dir einen Tipp, weil ich weiß nicht, ob du drauf kommst. Ich würde jetzt nicht sagen, also von den Titeln her ja, aber von seiner Person her ist er keine absolute Legende. Also falls du jetzt an Spieler wie Xavi denkst oder Messi oder Ronaldo, was weiß ich, oder Pelé oder sowas. Also es ist keine absolute Legende. Und, was ich dir noch, weil es ist wirklich schwer, deswegen gebe ich dir die Tipps. Er ist noch aktiv und spielt noch erfolgreich Fußball bei einem europäischen Club. Boah, 36 Titel hat er bisher gesammelt. 36 Titel, spielt nach erfolgreichen Fußball. Ja, was heißt, er ist noch aktiver Fußballer. Ja, er ist immer noch in aktiv. Europa. In Europa. Also ich könnte dir noch Tipps geben, aber dann würdest du, glaube ich, drauf... Weiß ich nicht mal, ob du dann drauf kommen wirst, aber ich glaube... Oh, das ist aber eine pissige... Ja, sorry dafür. Nein, alles gut. Also ich kann dir noch einen Tipp geben. Also es ist der Spieler, der wirklich die meiste Zeit, wenn er irgendwo war, mit Ibrahimovic zusammengespielt hat. Also wirklich, er hat in fast jedem Verein, wo Ibra war, hat er mit Ibra zusammengespielt. Das Alter, kann ich dir sagen. Das ist ja komplett. Also die haben in jedem Verein, also ich glaube, bis auf einen Verein, ich glaube, das war AC Milan, glaube ich, weiß nicht mehr genau, haben aber beide zusammengespielt in fast jedem Verein. Ja, da bin ich aber auch, glaube ich, raus. Wenn du mir den Namen sagst, vielleicht ärgere ich mich, aber ich glaube nicht, dass... Sollst du sagen? Sagt dir der Name Maxwell noch was? Ach, fick mein Leben. Linksverteidiger, Brasilianer bei PSG. Oh, der hat bei Ajax zusammengespielt mit Ibra. Hat bei Barca mit Ibra zusammengespielt. Ja. Der hat bei PSG zusammengespielt. Und noch bei vielen anderen. 36 Titel hatte er. Das geht erstmal nicht um Fußball, sondern um FIFA. Okay. Jetzt sagst du ein erstes FIFA oder was? Nee. Wer war auf dem Cover von FIFA 2009? Alter! Du kannst, da sind zwei Stück, du kannst mir aber einen davon... Ich weiß einen. Also ich weiß nicht warum, aber ich bin mir relativ sicher, dass Wayne Rooney da drauf war. Und kannst du noch den zweiten verraten? Oh. Ich habe irgendwie Ronaldinho im Kopf. Safe. Echt? Safe. Alter! Safe. Aber wobei, ich habe an ein anderes Trikot gesagt, wo Wayne Rooney in diesen schwarzen und dem blauen war, mit dem blauen V. 2007 waren sie beide drauf, 2008 habe ich gegoogelt, waren beide drauf. Ja, deswegen. 2009 waren beide drauf. Oh. Und ich wollte nicht weiter runter. Das habe ich noch gewusst. Nice! So, ich habe, das ist jetzt die einfachste. Ja. Also ich muss mir noch eine ausdenken, aber das ist die einfachste, die ich auf dem Zettel habe. Welche Mannschaft hat zuletzt das Triple gewonnen? Die letzte Mannschaft. Sag nichts Falsches. Welche Mannschaft hat zuletzt das Triple gewonnen? Dieses Jahr hätte es ja eigentlich Juventus geschafft. Hätten sie nicht verkackt. Real. Ja, hätten sie. Hätten Pokal gewonnen. Hätten die Pokal gewonnen. Dieses Jahr schrecken raus. Letztes Jahr hat. Wer hat letztes Jahr gewonnen? Letztes Jahr hat auch Real gewonnen, das die Champions League. Ah ja, gegen Atletico, ne? Sag jetzt mal eben auf risikoreich. Ich sag Barcelona. Ist richtig. Okay. 2014, 2015 unter Enrique. Ja. Weil ich weiß ja, Luis ärgert sich, also mein Bruder, der ärgert sich ja jedes Mal, er will immer den Triple bekommen. Das ist schon so lange her. Ich weiß, also davor war ja Inter 2010, war es ja mit José Mourinho, wo man ja Bayern im Finale geschlagen hat, weiß ich noch. Und sonst? Sonst wäre es schwer gewesen. So. Von wo wechselte Neymar nach Barcelona? Leandro, was ist los? Ich bin kein... Also ich bin nicht dumm. Ja, ich weiß, aber... Ich bitte dich, warum, ja, das was sind das für... Ey, das ist... Gut, dann stelle ich nächstes Mal auch so Fragen an, so... Wer ist 2014 Meister, Weltpokalsieger geworden? Also Weltmeister geworden? Ja, und so, ey, das ist ja... Ja, von Santos nach Barcelona, das ist ja... Das weiß man. Leandro, ich bin nicht dumm, ich bin FIFA-süchtig, ich bin fußballsüchtig, ich weiß sowas. 4 Punkte. So, weißt du, jetzt... Komm, jetzt warst du so übertrieben, denn jetzt stelle ich dir eine einfache, ja?
Welche Nationalelf hat drei Titel hintereinander gewonnen? Drei Spanien. Titel hintereinander. Danke, so. Meine Fresse, Alter, was ist das? Ich muss. Ach du Scheiße, mit Timo Werner. Ich muss. Ich spiele mit Nizza. Alter, echt Nizza gegen RB Leipzig. Ich muss. Das Ding ist. Viele werden mich jetzt haten. Ich bin eigentlich ein Bayern München-Fan, die halten mich dann sowieso. Aber Scheiße. Ich muss ja aber auch irgendwie an mich denken und ich muss auch gewinnen und mit Timo Werner und RB Leipzig ist halt so, absolut OP in dem Game. Scheiße. 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 Boah, lässt sich bald aber gut laufen, ey. Oh Mann! Digga, ich krieg den Typen halt echt vorne nicht aufgehalten, ey. Das ist wie so eine kleine Gazelle. Bonocelli! Setz dich durch, Junge! Setz dich durch! Setz dich durch! Oh! Da! Ja! Ja! Mach das Ding! Er schießt nicht! Er schießt nicht! Warum schießt du nicht, Cucciello? Das war stark. Nein, das war auch stark. Nein, nicht Timo Werner! Nicht Timo Werner! Oh nein! Ah! Mann! Ja, musst du immer so laut schreien, Alter? Junge! Das Fenster ist noch offen, du Spast! Ob es denn nur mit dem überhaupt spielst? Ja? Ey, du mit deiner Drecksabseitsfalle, ne? Ey, es geht mir alles so auf den Sack gerade. Ja, und er braucht schon wieder 10 Jahre zum Drehen! Junge! Ist doch nicht mehr normal, was hier gerade abgeht! Du bist gleich wieder. Bist du noch was wollen wir machen? Komm, du musst doch richtig viel. Drauf mal. Nixer. Was? Balotelli! Oh mein Gott! Nee, ganz. Halt mal kurz die Luft an. Hat Balotelli dieses Ding gerade wirklich nicht reingemacht? Balotelli, mach das Ding nicht rein. Leeres Tor, er braucht den nur noch reinschieben. Ich will noch eine andere Wiederholung. Ey, das kann nicht sein. Ich will noch eine Wiederholung sehen. Ist Balotelli zu inkompetent? Wo habe ich Slow-Mo? Irgendwo habe ich Slow-Mo. Nee, geht noch da. Keine Ahnung, Alter. Und ich. Und Balotelli macht die Dinger nicht rein. Das ist unfassbar. Weiß nicht! Danke! Das, mein Lieber, ist Karma. Und es ist so verdient, Alter. Leck. Leck mich am Arsch. Ich muss auch sagen, mein Trommelfell ist kurz. Auch vor meinem Geschrei, mein Trommelfell ist mir kurz vorm Zerplatzen, Alter. Digga, du brauchst nur einen Ball nach vorne schlagen und der kommt jedes Mal entweder bei Werner oder Pausen an. Das ist auch nicht mehr normal. Ja, Dante lässt sich tunneln. Dante lässt sich tunneln. Werner, es gibt Elfmeter. Oh. Digga, willst du mich verarschen? Du brauchst den Ball nur nach vorne schlagen und Pausen oder Werner sind da, nimm den perfekt an und Dante lässt sich auch noch tunneln. Und wenn das keine Schwalbe war von Timo Werner, dann weiß ich auch nicht. Du bist so ein Dreckiger. Du bist so ein Dreckiger. Und jetzt am liebsten so ins Gesicht schlagen. Du Dreckiger. Der war auch noch so Müll geschossen. Geil. Ich würde dir jetzt am liebsten Moment so gerne einfach ins Gesicht boxen. Kannst du dir nicht vorstellen, wie es in mir brodelt gerade. Alter, Dante, Dante ist wirklich. Nein, Werner! Dante ist wirklich das größte Stück Scheiße. No prop. Komm! Ja! Bah, Junge! Das ist absoluter Witz. Ganz ehrlich. Also Dante, schlechtester Verteidiger EU West. Was er da macht, keine Ahnung. Also wirklich, das ist ein absoluter Witz, Digga. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Da ist Timo Werner wieder. Oh! Das ist die OP-ste Karte in dem Spiel. Oder der OP-ste Spieler. Das ist nicht mehr normal. Wie oft, wie frei der ist. Der gewinnt 2 Kämpfe gegen Dante. Also, purer Wahnsinn. Der Pass kommt auch nicht an. Ist letztlich verdient gewesen, ja. Das wird jetzt aber gewesen sein, ja. Falls euch gefallen hat, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like da, falls ihr Leute abonniert, nicht vergessen, ne? Und vergesst die Glocke nicht, nehmt den Abo-Button zu aktivieren, dann verpasst ihr auch nie wieder ein Video von mir. Also wie gesagt, falls ihr Bock drauf habt, ja, teilt es uns einfach mit einem Like, lasst gerne einen Kommentar da und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein.